Der Bonner Wohnsitz der Schmidts und der Hamburger. Zwei recht unterschiedliche Adressen. Langenhorn ist ein nördlicher Vorort der Geburtsstadt von Loki und Helmut Schmidt, die in Hamburg eine gemeinsame Schulzeit verbrachten, in Hamburg heirateten und nun hier am Neuberger Weg ein Reihenhaus besitzen und auch so viel wie möglich bewohnen. Auch das Privathaus eines Bundeskanzlers ist heutzutage stark abgesichert. Am 23. Dezember 1975 Helmut Schmidt feiert in Langenhorn seinen 57. Geburtstag mit ein paar Freunden, seiner Frau und seiner 28-jährigen Tochter Susanne. Natürlich ist es eine Peinlichkeit für beide Seiten, den Politiker wie den Journalisten mit Kamera und Mikrofon in eine private Geburtstagsfeier einzudringen. Aber es gehört zum Job auf beiden Seiten. Wen haben wir denn hier? Herr Pfarrer Albrecht. Ach Mann, was hat sich für schicke Blumen hier? Schöne Proteas, ja, die kenne ich auch. Das ist ja sehr geschickt, das Haus. Dieses Haus? Ja, das ist noch viel geschickter, als Sie denken. Denn diese drei Häuser sind von außen alle drei gleich gewesen. Und ich habe es von innen gezeichnet. Also, sieht von außen genauso aus wie diese. Ach, Sie haben es selber gezeichnet? Ja, das sind sechs gleiche Häuser. Hier drei und nochmal drei. Und meins ist nur ein bisschen gemogelt. Ein bisschen breiter, ein bisschen höher. Aber diese Halle und das alles habe ich gezeigt. Das sind nämlich sonst zwei Etagen übereinander. Ja. Und dann haben wir es später angebaut. Guck mal, diese bunten Pfeifen. Du ahnst nicht, wo die herstammen. Die sind gemacht. Das sind die Helmut Kern-Pfeifen. Nein. Das sind Gerald Ford-Pfeifen, die stammen von dem amerikanischen Präsidenten. Und die sind gemacht. Hat dieser Bundeskanzler erkennbare Laster? Er macht sich nichts aus Alkohol, aber das Rauchen, das mag er nicht lassen. Beiläufig erzählt er an seinem 57. Geburtstag vom 100. Geburtstag Konrad Adenauers. Hat Helmut Schmidt seinen Vorgänger gut gekannt? Das kann man nicht sagen, denn dazu war der Altersabstand zu groß. Und ein junger Abgeordneter der Opposition. Aber er hat mir zweimal einen Brief geschrieben, den habe ich aufbewahrt, wusste aber nicht, wo ich sie wiederfinde. Und dann gibt es ein paar Äußerungen von ihm über mich, die er zu Dritten gemacht hat. Zu einem hat er gesagt, ich glaube zum Walter Hengels. Der Schmidt, der ist sich noch am Entwickeln. Ist sich am Entwickeln. Der ist sich noch am Entwickeln. Die Entwicklung des Politikers Schmidt. Ein Senkrechtstarter war er nicht. Schmidt stieg mit Fleiß und Bedacht, manchmal auch ungeduldig und von Zufällen begünstigt, von Stufe zu Stufe nach oben. Konrad Adenauer mochte kaum ahnen, dass er damals einen Nachfolger vor sich hatte. Aber Helmut Schmidt sagt... Hat er wohl nicht geahnt, ne? Oh Gott, der war kein schlechter Menschenkenner, glaube ich. Ausgesprochen möglich. Das kleine Privathaus der Schmidts in Hamburg-Langenhorn ist sehr gemütlich und sehr geschmackvoll eingerichtet. Jede Ecke wirkt individuell und persönlich und bewohnt. Ja, ist der Schachplatz. Ja, da sitzen wir meistens. Da schreiben welche, dass sie immer gewinnen. Na Quatsch. Wir spielen ungefähr 3 zu 2. Mhm. Spielen auch. Spielen Sie schon vom Kind auf? Ja. Aber nicht gut. Also für ein Haus gebraucht. Es lenkt auch ab, ne? Ja, sehr. Es trainiert vorübergehend ganz andere Teile des Gehirns und ruht die einen an die anderen aus. Jemand, der Sie gut kennt, hat mir etwas Überraschendes gesagt, nämlich Helmut Schmidt sei schüchtern. Eigentlich, hat er gesagt. Da könnte was Richtiges dran sein. Andererseits strahlen Sie sehr viel Selbstbewusstsein aus. Das kommt normalerweise beim Menschen daher, dass er eine harmonische Kindheit gehabt hat, dass er geliebt wurde als Kind, von den Eltern, von der Mutter besonders. Ich glaube, meine Jugend und meine Kindheit ist völlig normal verlaufen. Im Leben eines 57-jährigen Mannes gibt es Schlüsselerlebnisse. Was würden Sie da nennen? Ich würde auf jeden Fall meine Schulzeit auf der Lichtwerkschule in Hamburg nennen müssen, die in dreierlei Weise für mich bestimmend gewesen ist. Zum einen hat sie das nachher in dem Konzept dieser Schule begründet, in den Mädchen und Jungen, die dort zur Schule gingen,
alle vorhandenen musischen Anlagen herausgeholt und gefördert. Zum Zweiten hat sie eine sehr intensive Sporterziehung betrieben. Und zum Dritten hat sie uns zum selbstständigen Arbeiten geführt. Wir hatten jedes Jahr eine Jahresarbeit abzuliefern, jedenfalls bis in die ersten Jahre der nationalsozialistischen Diktatur hinein. Die haben dann später die Schule umgemodelt und 1937 wurde sie ganz aufgehoben. Aber ich habe zum Beispiel ein Jahr lang als 13- oder 14-Jähriger eine Arbeit gemacht über die Weserrenaissance in Hameln und Bückeburg und so weiter. Ein Jahr drauf habe ich 20 Choräle in vierstimmigen Satz gesetzt und als Jahresarbeit abgegeben. Und wieder ein Jahr drauf habe ich eine Arbeit gemacht über die Konkurrenz zwischen den Seehäfen Antwerpen, Rotterdam, Bremen und Hamburg. Und diese Fülle der Themen, die mir eben in Erinnerung kommen, lässt erkennen, wie man uns sehr junge Menschen dazu gebracht hat, von Fall zu Fall auf völlig verschiedenen Gebieten uns selbstständig zu tummeln. Und das, glaube ich, war eine sehr gute Schule. Schon damals verschiedene Ressorts und Fachkenntnisse in solchen Ressorts. Ja. Nicht aber die Gefahr des Dilettantierens, des Dilettantismus in diesen Ressorts. Naja, da eine solche Gefahr liegt schon vor. Dafür müssen die Lehrer dann aufpassen, nicht wahr? Dass die Kinder sich da nicht so, die Jugendlichen sich nicht so leicht davon machen. Apropos Lehrer, Herr Schmidt. Mhm. Oberlehrer der Nation? Ja, was soll ich dazu sagen? Darüber kann ich nur schmunzeln.